Ich am besten mal eine Gasse. Okay. Alter, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich schätze, das hier ist ein schlechter Weg. Aber hier liegt was. Das ich nicht aufheben kann, aus irgendeinem Grund. Wo sollen denn Hunde sein? Da ist noch ein Penner. Noch ein schlechtes Foto. Gut. Dann zurück zum Klassenraum. Och, und ich habe noch viel Zeit. Ich habe gerade mein Viertel der Zeit gebraucht. Let's see me rolling. Ich weiß nicht mal die Melodie weiter. Ist erbärmlich. Ups. So. Und hier hoch. Und fertig. Nummer 3 schon bestanden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann kann ich ja das jetzt ja mit der Mensa-Frau machen. So, hallo. Oh, hey, kid. How do I look? Great. Who's the lucky guy? Dr. Watt. The chemistry teacher? Uh-huh. I don't know what it is about that guy. But every time I get a look at his bald head and manic eyes, I go all gooey inside. Okay, that's enough information. Thanks. Yeah, it's true. Love is blind. I sure hope so. Hey, kid, I need you to do me a favor. Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. But we are. And I need to get ready. So. Can you get me Ms. Phillips' perfume from the staff room? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot. Some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. Yeah. Okay, I can do that. Good. Gorgeous. Gut, diesmal mache ich das aber anders. Dieses Mal suche ich erst nach den Sedativern und gehe dann erst ins Lehrerzimmer. So, wo gibt's denn hier die
So, 10 nach 4 ist es. Hier ist, achso, das ist hier Dings. Zum Werfen und so. Wie macht man das denn? So. So hat's funktioniert. Einfach den Mülleimer zu treten. Werde ich mir merken, auch fürs reale Leben. Also wenn ich irgendwas brauche, irgendwas im Mülleimer suche, einfach mal dagegen treten. Das wirkt wahre Wunder. So, wer die hängen da jetzt wieder alle da am Lehrerzimmer rum? Habe ich irgendeine Zeitbegrenzung? Das sieht nämlich nicht so danach aus. Aber... ach, ist ein drunter. Warum sagt mir das keiner? Oh, die stehen da schon wieder, ey. Kann ich irgendjemanden... jemanden bestechen, dass er die weglockt oder irgendwie sowas? Also ein Schleim funktioniert schon mal nicht. Hey, 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 kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Muss ich mich bei dir auch noch einschleimen? Geht offensichtlich nicht. Ah, wie locke ich die am besten weg? Das ist nicht Bucky, oder? Und wenn ich die beleidige? Okay, dann nehme ich jetzt einen Hintereingang, der hier nicht, das ist ein Kellereingang. So, sind die da jetzt weg? Ja. Geil. So. Oh, der ist gar nicht gemerkt. Oh, wie geil. Ich stand direkt hinter ihm und hat nicht gemerkt, dass ich aus dem Lehrerzimmer komme. Oh, wie geil. Jo, ich hab deine Sachen. Hey, Edna, I got your stuff. Hey, Edna, you old bat. I got your stuff. Oh, whoa. Ach, du. Fantastic. If I was 50 years older, I'd date you myself. Ah,
my pink kiss. Where's the perfume? Right here. Oh, thanks. I needed that. Mm. I get so nervous before a date. Yeah, well, good luck, Edna. Hey, kid, wait. I need you to do me a favor. Another one? Yeah. What's in it for me? Ha! I won't spit in your food. Will you spit in Mr. Hattrick's if I say yes? Are you kidding? I'll do worse than spit. Okay. What do you want? I want to go on a nice date with Dr. Watts. So go then. Have fun. Yeah. Well, you know what you kids are like. You see a beautiful couple out on a date, and you're bound to do anything to ruin it. You got a point. So listen. I need you to watch out for me. Oh, God. Keep those disgusting kids away. Aber gut, die Mission ist geschafft. Irgendwas gibt's hier. A little help 3. Ich gehe speichern und dann gehe ich. Dann beende ich die Aufnahme. So, rein da. So, und jetzt hier speichern. Ja. Und damit verabschiede ich mich. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.